Schau, Hingabe ist ein Instinkt in unserem Nervensystem. Wir müssen nicht aufgefordert werden, uns hinzugeben. Wir müssen aufgefordert werden und an die Hand genommen werden in dem Prozess, unsere Ängste vor Hingabe aufzulösen. Und diese Ängste vor Hingabe, die lösen sich halt nicht auf, indem ich mir irgendein Video angucke, in dem steht, Hingabe ist toll, gib dich hin. Die lösen sich dadurch auf, dass ich mich endlich mal nicht richtig hingebe, sondern Grenzen setze, Nein sage. Wenn ich mich wirklich sicher fühle mit mir und in meiner Umgebung, dann gebe ich mich hin. Das ist ein Instinkt. Wir müssen den Instinkt freischalten. Und kulturell lernen wir überhaupt nicht, ihn freizuschalten. Wir lernen, ihn dauerhaft zu blockieren, indem wir alles mit uns machen lassen. Und ich bin ja mit Leib und Seele Traumaforscherin und erforsche viel, wie funktioniert eigentlich dieses Kulturtrauma. Und das Kulturtrauma für Männer und für Frauen, aber für Frauen nochmal anders und auch sexueller, das Kulturtrauma sieht wirklich so aus, dass wir von unseren eigenen Grenzen weggebracht werden. Dass wir erzogen werden, zu schwach zu sein, unterlegen zu sein. Dass wir erzogen werden, das machen zu sollen, was unsere Nachbarinnen und Nachbarn auch machen, ob im Sex oder sonst wo. Und das ist in dem Sinne ein Trauma, als wir innerlich kollabieren und innerlich erleben, ich kann nicht, ich bin zu schwach für diese Welt und ich muss mich nach den Vorgaben im Außen richten. Das ist ein Traumasymptom. Das ist das Gegenteil von Hingabe. Und später hören wir uns mit unseren guten Vorsätzen, um uns zu arbeiten, irgendein Interview an und da hören wir dann, gib dich hin. Ich würde immer, wenn du ein Thema hast mit Grenzen setzen, würde ich immer empfehlen, es körperlich anzugehen. Ich würde nicht üben, das nächste Mal Grenzen setzen in einem Beziehungsstreit, der voll im Gange ist, sondern wenn kein Beziehungsstreit voll im Gange ist, sondern wenn ich allein in meinem Zimmer bin. Das heißt, es gibt Dinge, wo wir Grenzen setzen, ganz physisch mit den Beinen, mit dem Treten, mit dem Fauchen, mit den Tigerinnenkrallen anpacken sollten, um das zu machen. Und ich finde 10 Minuten zu deiner Lieblingsmusik jeden Tag fantastisch. Musik so weit aufdrehen, dass es die Nachbarn nicht stört oder dich nicht stört, wenn es sie stört. Und dazu Grimassen zu machen, dazu hässlich zu sein, dazu aus der Haut zu fahren. Großartige Medizin. Und du wirst dich danach dem, wie der Tag verläuft, mehr hingeben. Sag mir, dass es nicht klappt, aber sag es mir erst, wenn du es probiert hast. Weil es wirklich, das Nervensystem hochzufahren, bedeutet, dass es danach freiwilliger und genussvoller runterfährt und entspannt. Und das bezeichnen wir als Hingabe. An den Fluss des Tages in deinem Leben, weil deine Lebensenergie mehr fließen darf. Und eine Basislebensenergie, die in dieser Kultur unterdrückt wird, ist Wut und ist Aggression und sind gesunde eigene Grenzen, auch für Männer. Da sind wir leider nicht wirklich unterschiedlich konditioniert. Und wenn du ins Rennen gehst, indem du glaubst, du bringst deiner Hingabe mal was bei, dann bist du schief gewickelt. Wir haben alle gelernt von Menschen, von denen wir nicht hätten lernen sollen. Und ich sage damit nicht, unsere Lehrer in der Schule waren schlecht. Ich sage nur, sie hätten uns als Menschen mit Gefühlen und Ganzheit mehr beigebracht, als indem man sie als abgerichtete Mathe-Idioten auf uns als abgerichtete Schulidioten loslässt. Ja. Und das wiederholen wir später, wenn es um das wirklich Lernenswerte geht, nämlich wie werde ich lebendig, bevor ich sterbe. In ganz vielen Situationen wissen wir aber, die Realität gerade ist gar nicht bedrohlich. Die ist etwas, da müsste ich mich gar nicht so panzern oder in die Selbstkritik gehen. Das projiziere ich aus meiner Vergangenheit. Und ich kann es aber nicht stoppen, auch wenn ich es probiere. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich kenne es in- und auswendig. Dieses Ilan geht hoch wie von einer Tarantel gestochen, während sie schon weiß, dass es gerade eigentlich gar nicht der Spruch ist von meinem Gegenüber, sondern irgendwas aus meiner Vergangenheit, was bei der Gelegenheit explodiert. Und dann gibt es natürlich auch einen eigenen Leidensdruck. Wie kann ich Projektion loslassen, sodass ich merke, hier und jetzt, hier stirbt gerade niemand. Leben ist gut. Ich kann es einfach genießen. Und da kann es sein, dass physisch hilft, mit bestimmten Berührungen und Haltungen dem Nervensystem dieses Hier und Jetzt ist alles gut zugänglich zu machen. Und wir können die beiden Sachen ja kurz zusammen machen. Ja, sehr gerne. Und das ist gleichzeitig etwas, wir machen das relativ kurz jetzt. Und dann kannst du, wenn du das jetzt hier siehst und neugierig bist zu Hause, gerne länger probieren oder abwandeln, wie es für dich gut funktioniert.